Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Eterna, zum Finale. Denn jetzt werden wir uns dem Gehörnten stellen. Erst werde ich natürlich nochmal eine Runde pennen und einkaufen gehen. Und wir müssen noch den letzten Nebendungeon machen. Speichern. Ich denke, shoppen muss ich nicht mal. Ich habe noch genug Astral-Elixiere und Zauberpilze. Deswegen gehen wir jetzt erstmal einfach so in den Nebendungeon. In den letzten Nebendungeon. Ich habe bei diesem Ort ein komisches Gefühl. Ich spüre nichts. Lena hat recht. Etwas ganz Gefährliches lebt in dieser Höhle. Okay, dann halten wir eben die Augen offen. Der letzte und krasseste Dungeon. Mit ganz bösen Wesen. Und guten Schätzen. Schriftrolle Donnerdrache, Schriftrolle Rosenregen, mystischer Stab und die Trauerweidensense. Hier sind jetzt die letzten, stärksten Items. Und wie ich schon erwähnt habe, Eriks letzte Technik. Du findest eine Schriftrolle mit einer uralten Technik. Erik lernt die Technik 10 Klingen. Und die ist geil. Verlorene Seele. Demonstriere mal die 10 Klingen. Nova. Ich weiß nicht, ob irgendwas. Also Nova ist die letzte Form von den Lichtdingern. Weiß aber nicht, ob die bei denen hilft. Das ist mit Lenas Skills, ist es immer so ein bisschen komisch, leider. Na. Bam! Also ist schon geil, braucht aber halt auch viel ZP, deswegen eher schwierig anzuwenden. Aber da es mit dem Damage eigentlich genauso ist wie mit zwei Energieschwertern, kann ich auch das verwenden. Ja, Untote vernichten funktioniert leider auch nicht. Ich find's bescheuert, aber ich muss es akzeptieren. geben zwei von den Gegnern hier. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es sind jetzt auch alle kurz vor Max-Level. Das heißt, bald werde ich switchen. Und dann werde ich Lena mit Daenerys austauschen und... Wobei, wie gesagt, ich bleibe dabei. Es ist Schwachsinn. Das Einzige, warum ich jetzt Daenerys doch lieber dabei haben will, ist der Boss von diesem Nebendungeon. Weil da Lena nichts ausrichten kann. Und der ist heftig, der Gegner. Da ist nix. Da ist auch nix. Nur Verarsche hier. Ja, es ist ein bisschen wirr aufgebaut hier. 10 Klingen, Angriff. Ja, komm, geht in die Vollen. Macht alles, was ihr könnt. Tada! 35. Ja, das ist Max-Level.
Sehr gut. Dann, Lena. Bitte Massenheilen 2. Alle mal auf Maximum bringen. So, Lena werde ich austauschen. Wie gesagt, Daenerys macht Sinn, die mit drin zu haben, weil die eigentlich gerade mit dem Donnerdrachen auch einen geilen Skill hat. Rosenregen, Efeuregen und der Donnerdrache. Technik. Also sie hat ja alle möglichen guten Techniken. Jetzt gehe ich noch in ihre Ausrüstung. Trauerweidensense. Ja, von mir aus noch das Opal-Amulett. Ich müsste eigentlich definitiv noch ihren Umhang ändern. Denkt sie halt noch arg hinterher. Aber ist nicht schlimm. Schriftrolle Eisiger Tod. Ah, perfekt. Vollmondumhang. Den nimmt er, dann kriegt sie den Alraunmantel. Dann ist das auch schon mal geklärt. Gotteshand ist, glaube ich, das mächtigste Schwert. Nee, doch nicht. Ah, nee, das ist Lenas neuer Kolben. Jau. Genau. Daenerys wird jetzt halt einige Level springen, wenn wir hier noch ein paar von den Seelen fertig machen. Was natürlich auch noch sehr gut ist. Ja, komm her. So, 10 Klingen. Wo ist er? Der Donnerdrache. Kometenschauer. Ach, Eisiger Tod habe ich jetzt nicht vergeben. Starker Zauber. Muss man sagen. Ich hätte jetzt gedacht, das reicht. Geht doch. Daenerys Stufe 18. War sie nicht eben noch Stufe 14? Alleine der Lebensboost. Sie war ja auch mit maximal Leben und maximaler ZP. Ne, maximale ZP nicht, aber maximales Leben. Hat sie jetzt schon 70 dazu bekommen. Das passt definitiv. So, Zauberpilze. Ein paar Shrooms. Da hinten ist der Boss. Zu dem will ich noch nicht. Aber ich habe doch auch noch nicht alles gesehen. Das ist halt ein bisschen doof, wenn das alles so komplex aufgebaut ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir haben noch nicht alles gesehen. Nee, haben wir auch noch nicht. 10 Klingen. Habe ich den eisigen Tod schon wieder vergessen. An den eisigen Tod denken. Das ist nämlich auch ein starker Zauber. Easy. Da war Daenerys Stufe 20. Besser geht's doch gar nicht. Die letzten Schätze. Der heilige Speer und ein Talisman. Schützt vor sämtlichen Zuständen. Den kriegt Daenerys. Zumindest mal für diesen Bosskampf. Ich weiß nicht, ob ich sie für den Final-Dungeon mit dem Gehörnten, ob ich Lena oder sie nehme. Da bin ich mir gerade noch sehr unsicher. Schwierig. Ich würde aber eigentlich bei Lena gerne bleiben. Ah, Eisiger Tod. Und der heilige Speer. So, dann stellen wir uns dem Boss.
Heilen kann man hier nicht, ne? Nee. Dann bitte einmal Daenerys. Massenheilung. Das passt. Und jetzt nochmal alle mit ZP ausstatten. Passt. Angriff. Was ist das für ein seltsamer Tümpel? Ich kann es nicht genau sagen, aber es könnte sich um eine Ansammlung von bösen Seelen handeln. Bei der Färbung des Sees müssen es sehr viele sein. Wenn es böse Seelen sind, müssen wir sie zerstören. Ja, aber wie? Da passiert etwas. Der Seelensee. Sehr starker Gegner. Aber ich bin stärker. Ich gehe mit dem Speerwurf. Ich will mal gucken, ob der heilige Speer stark genug ist, dass ich mir sowas vielleicht sogar sparen kann. Und eisiger Tod. Nee, so stark ist er nicht. 300 Schaden macht er mit einem Angriff, der Arsch. Also der ist wirklich saustark. Aber jetzt haben alle auch sehr starke Zauber. Du hast doch auch Allheilung, oder? Hattest du Allheilung? Ja, du hast Allheilung. Wobei, ganz ehrlich, dein Damage ist gerade wichtiger. Dann bleibe ich beim Donnerdrachen. Komm, ich hau da jetzt auch den Kometenschauer rein. Eisiger Tod. Boah. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Astralelixier. Donnerdrache. Du nimmst... Es sind nur 100 TP, das ist nicht viel. Heilt die gesamte Gruppe und lässt sie gesunden, dann nehmen wir das. Zehn Klingen. Jetzt machst du aber Massenheilen 2, um dem entgegenzuwirken. Jetzt brauchst du Astralelixier, du genauso. Das kriegen wir hin. Der macht schon... Ich sag ja, das ist ein Gegner, den ich besiegt habe. 50.000 EP. Daenerys ist erstmal 5 Level aufgestiegen. Geil. Richtig geil. Aber da war Daenerys jetzt halt definitiv wichtiger als Lena, weil Lena konnte den Damage nicht bringen, den sie zwischenzeitlich mit dem Donnerdrachen... bringen konnte. Wir haben das Ei der 100 Wunder, Diamantenrüstung, egal. Und das Ahnenschwert, das stärkste Schwert für Erik. Die heilige Rüstung. Ah, das Diamantamulett. Erhöht alle Attribute. Ja, das kriegt Erik. Erik ist cool. So. Dann soll sie den Talisman aber wieder ausziehen. Den kriegt nämlich Lena. Und Lena bleibt bei mir jetzt einfach fest. Für den letzten Dungeon. Weil da ist sie einfach am wichtigsten. Ja, cool. Dann ist es Zeit. Wir gehen jetzt nochmal nach Silencio. Werden dort nächtigen. Einkaufen. Beziehungsweise halt, ich werde euch noch das Easter Egg zeigen. Ich weiß nicht, ob das Easter Egg EP gibt oder so. Aber letztendlich wollen wir ja alles vom Spiel gesehen haben. Deswegen werde ich das definitiv noch machen.
Oder nee, wir machen es anders. Ich mache das Ende hier, weil ich habe das hier jetzt auch als Finale angekündigt. Und das Easter Egg mache ich als Bonus. Weil das Easter Egg geht auch ein bisschen länger. Speichern! Jo. Achso, shoppen wollte ich ja auch nochmal. Astral-Elixier, machen wir mal. Ja, machen wir mal so. Gibt es jetzt noch irgendeine Ausrüstung, die besser ist als meine? Kann es mir fast nicht vorstellen. Nö, 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 nö. Nö, nö. Siehst du? Dachte ich mir. Also stecke ich den Rest auch noch in Astral-Elixiere. Und dann hat sich das. Tada! Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so bankrott. Und los geht's. Da sind wir, im Palast des Gehörnten. Wir marschieren in das Herz der Finsternis. Geweihte Fiole, Engelschriftrolle. Na, was geht? Skelettfürst Erznekromant. Aus dem Boden trifft Giftgas aus. Richtig miese Scheiße. Klingenwirbel. Untote vernichten. Kometenschauer. Jetzt, jetzt. Jetzt wird alles hier ausgefahren. Da ist noch zu. Das Ding macht Aua. Keine Gegner für mich. Bleib mir ja vom Leib. Scheiß Klingending. So. Da ist zu. Wähle eines der Gesichter aus. Das eine bringt dir Glück und die anderen bringen dir Unglück. Nehmen wir das böse Gesicht. Ach ja, das war wohl das Unglück. Aber juckt mich nicht. Bin stark genug. Sag ich doch. Toll, also kriege ich jetzt einfach gar nichts. Immer dieses Mobbing. Das ist wie in der Gletscherhöhle. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Untoter Dämon.
Nee, verstummt wird hier gar nicht, mein Freund. Schön. Ja, noch mehr Gegner. Zumindest Lena mal ein bisschen pushen wieder. Moin. Immer dieses Gas. Was soll denn das? Geht doch. Ach Gott, hier geht's dann auch mal weiter. Mit 3, 4, 5 Türen. Guck mal erstmal, was da noch ganz rechts ist. Gegner und ein Schalter. Schön den Schädel eingeschlagen. So muss das. Oh, ist das mies. Au. Gut. Easy. So, hat sich da drüben jetzt schon irgendwas geöffnet? Du bist wahrscheinlich noch zu, jo. Und das ganz links, da war ja auch noch was zu. Das ist jetzt offen. Da ist noch ein Schalter. Und Tode vernichten. 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 So muss das. Eine Angriffsserie. Alle weg. Na. Geht doch. So, ist hier jetzt schon offen? Nee, ist noch nicht offen. Dann geht's jetzt hier noch lang. Arkane Schriftrolle. Engelsschriftrolle. Alle Sachen, die ich sehr gerne nehme. Guten Tag, kann ich was für Sie tun? Alle sind dämlich. Alle sind einfach nur noch dämlich. Das letzte seiner Art. Warte mal, wir fangen mal so an. Ich bin unübertroffen. Ach, ich liebe solche Rätsel einfach. So. Es gibt jetzt ein kleines Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Ich hoffe, wir haben den Gehörnten bald erreicht. Daimos? Der Gehörnte hat ihn anscheinend wiederbelebt. Ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr mich getötet habt. Schaut euch an, was aus mir geworden ist. Eigentlich müssten wir ihn leben lassen. Eine schlimmere Strafe gibt es nicht. Ich glaube, da hat er etwas dagegen. Noch einmal werde ich nicht gegen euch verlieren. Doch, das wirst du. Denn du bist und bleibst ein Schwächling.
Lähmt er einfach Laris an. Wie frech. Wirkt die Nova hier? Oh ja. Und wie die wirkt. Nee, nicht abwehren. Was soll denn das? Lena macht ihn jetzt richtig fertig. Mensch, wo hast denn du immer die ganzen Schriftrollen her? Ich meine, gut, ich verwende meine auch nicht. Neiltrank wird dir jetzt auch nicht mehr helfen. Eisiger Tod. Wow. Larissan schon wieder gelähmt. Tada! 30.000 EP. Und nun, meine Damen und Herren, ist es soweit. Auf geht's. Zum Gehörnten. Ich liebe diese Aufmachung so sehr. Für mich ist auch dieser Anblick, er ist für mich einfach so diese echte Inkarnation des Antigotts. Die absolut personifizierte Version des Antigotts. Hab ich gerade Antigotts gesagt? Antigotts. Du bist also der Gehörnte. Warum tust du das alles? Warum willst du alles Leben vernichten? Du hältst wohl nicht viel von großen Reden, was? Auch egal. Setzen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Der Gehörnte taucht auf. Alles einsetzen, was wir haben. Ein bisschen schwach auf der Brust, der Herr, hä? Sag mal, was haben die alle mit Larissa an? Der Arme, ey.
Lena wird ihn besiegen. Sag ich doch. Und war's das schon? Und nun geht zurück in das Symbol. Es ist zwecklos. Euer pathetischer Versuch, mich zu stoppen, zeigt nur noch mehr eure Minderwertigkeit. Ihr seid ein Fehler gewesen. Was soll das heißen? Ich habe euch erschaffen. Das war ein Fehler. Wie kannst du es wagen, so zu tun, als ob du der Schöpfer seist? Ich bin Gott. Was redest du da für einen Unsinn? Der Schöpfer ist tot. Wir haben selber seine Leiche gesehen. Ihr glaubt mir nicht? Seht die Wahrheit, vor der ihr eure Augen verschließt. Ihr wagt es, in meinen Palast einzudringen? Unser Volk hat uns geschickt, um dir ein Ende zu setzen. Wir sind es leid, dass du aus Langeweile Kriege anzettelst und Katastrophen heraufbeschwörst. Ihr wollt mich töten? Wie amüsant. Ihr Menschen habt mich getötet, aber ein Gott kann nicht sterben. Ich wurde als der Gehörnte wiedergeboren. Dann bist du also wirklich der Schöpfer. Aber wie es aussieht, bist du nicht ganz so, wie es sich der Kirchenorden vorgestellt hat. Wie könnte ich nur jemals an so ein Wesen glauben? Eine neue Form passt besser zu deinem Charakter. Ihr wollt über mich urteilen? Ihr erbärmlichen Würmer. Ich bin Gott. Ich bin der Anfang und das Ende. Ende ist das passende Stichwort. So schwach. Ich habe nun genügend Kraft, um alle Toten auf der ganzen Welt zu beleben. Es wird nicht lange dauern und alles Leben wird verschwunden sein. Dann ist die Welt wieder rein. Was ist das? Ihr Narren! Ihr habt sie freigelassen! Sie ist da und unterstützt uns. Puh, das war ganz schön knapp. Ich danke dir, Mutter. Wir haben es endlich geschafft. Was passiert jetzt eigentlich mit den ganzen Untoten? Ohne den Gehörnten können sie nicht mehr existieren. Sie werden vermutlich alle zu Staub zerfallen. Dann wäre hier alles erledigt. Gehen wir lieber, bevor auch der Turm zu Staub zerfällt. Aber war es denn wirklich so einfach? Kann man einen Gott so leicht besiegen? Das glaubt ihr doch selber nicht. War das auch die Göttin? Ich glaub nicht. Aber was ist das dann? Es ist seine wahre und finale Form. Die Inkarnation des Todes. Das Leben hat sich gegen seinen eigenen Schöpfer gewendet. Für diese Blasphemie gibt es nur eine Strafe: die endgültige Vernichtung. Der Gehörnte taucht auf. Gut, hauen wir dem jetzt halt nochmal aufs Maul. Hab ich kein Problem mit. Weg mit dem.
Funktioniert hier Inferno von Larissan vielleicht besser? Ich glaub's aber fast nicht. Ist wurscht, was ich da nehme. Da wäre jetzt Daenerys mit dem Drachen wahrscheinlich doch besser. Aber ja, auch wenn der relativ gut reinhaut, er ist kein Gegner für mich. Da wir sämtliche Ausrüstung besitzen, also wirklich die stärkste Ausrüstung und Max-Level sind, ist er kein Gegner. Versteinert. Und direkt nochmal versteinert. Aber ja, der Gehörnte ist tatsächlich kein Gegner. Sag ich doch. Jetzt muss es aber klappen. Hui! Und was machen wir jetzt mit dem Symbol? Wieder in die Gruft bringen? Ich fürchte, die Gruft ist nicht sicher genug. Ich danke für eure Hilfe. Nein, ich bin es, die euch danken muss. Wisst ihr, wo wir das Symbol verstecken könnten? Ein Ort, wo es nie wieder gefunden werden kann. Es gibt so einen Ort. Da ist fehlerhafterweise das Faceset von Erik noch mit drin. Ihr eigenes Gefängnis. Ein paar Wochen später. In Silencio findet ein großes Fest zu Ehren derer statt, die bei der Schlacht gegen den Gehörnten ihr Leben verloren hatten. Und wir spielen Lena in ihrem wunderschönen Kleidchen. Ich möchte mit dem Flugschiff nach anderen Vatrienestern suchen. Naslea hat mir angeboten, mich zu fliegen. Ich wünsche dir bei deiner Suche viel Erfolg. Danke. Es wird eine Zeit dauern, bis die Städte Malvas wieder aufgebaut sind, aber ich bin voller Hoffnung, dass uns nun eine bessere Zukunft bevorsteht. Die Untoten sind wirklich alle zu Staub zerfallen, als ob es sie nie gegeben hätte. Wir sind eurer Gruppe zu großem Dank verpflichtet. Das Kleid steht dir, Vitara. Daenerys hat mir geholfen, es herauszusuchen. Normalerweise würde ich sowas niemals freiwillig anziehen. Ich weiß, aber so eine Rüstung ist doch viel zu unbequem für eine Feier. Man stolpert aber nicht ständig über sein Kleid. Danke, dass ihr unsere Welt gerettet habt. Der Kirchenorden wird vermutlich aufgelöst. Das wundert mich nicht. Nach der Feier werde ich mich sofort nach Sturmfest begeben und beim Wiederaufbau mithelfen. Die Beziehungen zwischen unseren Ländern haben sich sehr verbessert. Malva und Prianor wollen einen wirtschaftlichen und militärischen Bündnisvertrag unterzeichnen. Der Eingang zur Pflanzenwelt wurde versiegelt und wird ständig durch Ritter bewacht. Rianor wird Malva beim Wiederaufbau helfen. Die Nuati haben die Einladung zur Feier abgelehnt. Die Haltung meines Volkes ist eine Schande. Irgendwann werden auch die Nuati zur Einsicht kommen und sich dem Bündnis anschließen, ganz bestimmt. Ich hoffe, du hast recht. So eine Feier ist richtig lustig. Ich freue mich schon darauf, wenn die Tänzer anfangen. Ich mich auch. Vorher will ich mir aber nochmals die Beine vertreten. Diese Kinder fangen langsam an zu nerven. Gestern haben sie Juckpulver in mein Kleid gestreut. Du wirst schon mit ihnen fertig. Bestimmt nicht. Sogar Untote sind umgänglicher als die. Wo ist eigentlich Erik? Er ist im Moment unterwegs. Ach ja.
Mich hätte ja schon gerne interessiert, was Zora eigentlich noch so erwartet, weil eigentlich hat sie ja mehr als nur eine milde Strafe verdient. Ach, aber er hat seine Rüstung noch an. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Eine Woche bist du jetzt unterwegs gewesen. Ja, ich bin in Sturmfest gewesen und habe die Gräber meiner Kameraden besucht. Nun bin ich aber wieder da und werde nie wieder von deiner Seite weichen, ob du nun willst oder nicht. Ich werde dich auch nie wieder gehen lassen. Die Feier läuft schon, oder? Ja, gleich fangen die Tänze an. Wollen wir auch tanzen? Tanzen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Typisch Ritter. Naja, wenn ich den Kampf gegen den Gehörnten überstanden habe, werde ich wohl auch irgendwie das hinkriegen. Aber tret mir bloß nicht die ganze Zeit auf die Füße. Vielen Dank an folgende Beta-Tester und dann gibt's den ganzen Credit-Text und tralala und ja, das war Eterna. Ein schönes Spiel. Es hat auch seine Schwächen. Zum Beispiel, wirklich, das hat Kyodai zum Beispiel schon geschrieben und da gebe ich ihm auch vollkommen recht. Trichard zum Beispiel ist einer der unnötigsten Charaktere im Spiel. Man findet das Nest, man trifft auf ihn, aber das war's dann auch. Dann gibt er danach nur noch irgendwelche Kommentare von sich und das war's. Keinerlei Tiefgang, null nada. Generell gibt's nicht sonderlich viel Charakterentwicklung, das muss man halt auch noch dazu sagen. Das Einzige, was sich halt so ein bisschen entwickelt, ist natürlich Erik und Lena. Die beide auch immer mal wieder so ein Hin und Her haben zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und ja. Aber trotzdem, also ich find's immer noch, es ist eines der stärksten Spiele, die Kelvin je rausgebracht hat. Bin ich der Meinung. Und es wird auch immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich liebe es wirklich sehr. So, ich habe euch aber auch noch versprochen, dass wir uns noch das Easter Egg angucken. Das gibt's jetzt quasi als kleines Bonuschen hinterher. Dafür gehen wir jetzt einmal hier raus und gehen zurück zur Gruft der Verzweiflung. So. Und zwar... Genau hier. Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ei benutze. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Und wo sind die anderen? Die sind weg. Du bist alleine hier. Und fällt euch was auf? Gleich hier müsste euch eigentlich schon ein Detail ins Auge fallen. Also zumindest für die, die sich wirklich mit dem Maker auskennen und das jetzt auch so identifizieren können. Das sind Lampen. Das ist elektrisches Licht. Wir haben eventuell eine kleine Zeitreise, Dimensionsreise gemacht. Aber was es damit auf sich hat, das werdet ihr gleich noch sehen. Sie weiß es, selbst wenn das Ganze durch ist, ihr werdet es wahrscheinlich nicht gleich zu 100% verstehen. Er hatte das Buch nicht bei sich. Anscheinend ist es noch hier unten. Weißt du nichts Genaueres? Dieses Gangsystem ist sehr groß. Ich habe keine Lust, alles zu durchsuchen. Wir haben kaum eine andere Wahl. Am besten teilen wir uns auf. Okay, du gehst nach rechts, ihr anderen kommt mit mir. Seltsame Gestalten. Ob die mir sagen können, wo ich bin? Abgeschlossen. Da waren auch gerade, als man mal hier hinschaut, das sind ganz andere Texturen. Das sind moderne Kisten, das sind normale Bücherregale. Ah ja, und das Kampfsystem läuft hier ein bisschen anders. Aua.
Im Moment kannst du das Menü nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob man hier unten sterben kann. Irgendein komisches Tuch. Sowas brauche ich nicht. Aber wer sich in Kelvins Universum ein bisschen auskennt, der weiß, in welchen Spielen die Items rot blinken und solche roten kleinen Kreaturen rumlaufen. Abgeschlossen. Super. Ich glaube aber tatsächlich, man kann sogar hier unten sterben, wenn ich mich nicht irre. Ach was, ich hau einfach so lange drauf rum, bis es kaputt ist. Easy. So, ich werde mich jetzt auch nicht allzu lange hier mit den anderen Kreaturen beschäftigen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich hier eventuell wirklich verrecke. Was aber eventuell passieren könnte. Hey, warten Sie mal. Du folgst uns also die ganze Zeit. Ich folge dir? Nein, ich bin durch so ein seltsames Ei hierher gekommen. Wo ist eigentlich hier? Versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen. Du bist auch hinter dem Buch her. Besser, ich räume dich gleich hier und jetzt aus dem Weg. Also bist du ein Anhänger des Gehörnten. Der Gehörnte? Von dem habe ich noch nie gehört. Naja, die Hölle ist groß. Es gibt noch mehr von denen? Egal, wenn du kämpfen willst, dann leg los. Und das ist wirklich nervig, weil es ist fast nicht möglich, dem Schaden zuzufügen, ohne selber Schaden zu kriegen. Also das hat Kelvin nicht so geil programmiert, muss man sagen. Dürfte aber nicht so lange dauern, den zu erledigen. Komm, geht doch. Du siehst nicht so aus, als ob du was mit diesem Typen zu tun hast. Ich bin Eric. Kyle Williams. Was machen Sie hier unten in der Kanalisation? Ich weiß auch nicht. Ich habe so ein Ei benutzt und dann war ich plötzlich hier. Dann kamen diese Monster und danach dieser komische Typ da. Okay, ich denke, sie haben aus Notwehr gehandelt. Um den Rest kümmert sich jetzt aber das NYPD-7. NYPD-7? Ist das so etwas wie ein Ritterorden? Im entferntesten Sinne schon. Ich bin auch Ritter. Du weißt nicht zufällig, wie ich wieder zurück nach Malwa komme? Malwa? Sagt mir überhaupt nichts. Die anderen suchen mich bestimmt schon. Ich fühle mich auf einmal so leicht. Etwas zieht mich zurück. Sowas kann mich jetzt auch nicht mehr überraschen. Wirklich sehr komisch. Und keiner sagt was dazu. Um das Ganze kurz aufzuklären, für die, die es nicht kennen. Kelvin hat noch ein weiteres Spiel, das nennt sich Die Bücher Lucifers. Und dieses Easter Egg hier war quasi ein Teaser für die Fortsetzung. Für Die Bücher Lucifers 2, wovon es auch eine Demo gibt, was aber leider nie fertiggestellt wurde. Was sehr schade ist, weil Die Bücher Lucifers selber zum Beispiel ist ein Spiel, was ich absolut liebe. Und hätte mich sehr gefreut, wenn der zweite Teil fertiggestellt worden wäre. Aber dazu kam es leider nie. Aber gut, dann sind wir tatsächlich jetzt mit Eterna durch. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Euer Daniel. Adios.